Hallo und herzlich willkommen zum schwungenvollen Freitag mit mir, mit der Marianne. Seit mehreren Jahren trainiere ich schon mit den Bellycon-Trampolinen und stelle einfach immer wieder fest, wie genial diese Teile sind. Und ja, warum weiß man so viel über das Mini-Trampolin? Weil die in der Raumfahrt, die ins Weltall fliegen, die Astronauten, ist mir das Wort nicht eingefallen, dass die tatsächlich mit dem trainieren, damit sie wirklich fit sind, denn vor allem da wird die tiefe Stützmuskulatur trainiert. Also es gibt ja die funktionale Muskulatur, die kennen wir alle vom Gewichtheben, und dann gibt es eben diese tiefe Muskulatur, die du nicht unbedingt erreichst. Wo du diese Muskulatur total gut erreichst, ist ja, wenn du richtig gut Nordic Walking machst, dann tust du ja ungefähr 90% oder sogar mehr deiner Muskelmasse mit beanspruchen, also super coole Sportart. Wenn du aber möchtest, dass wirklich alle deine Zellen in Bewegung sind und nicht nur die Muskulatur, dann ist das eine geniale Möglichkeit. Und heute ist ja, wir haben im März ein bisschen den Fokus eben auf alle gelenkt und wir starten einfach wieder. Du startest auch. Ich mache es jetzt heute auf der Terrasse. Vorher getrunken, hier viel Frischluft, mega coole Geschichte. Genau. Also einfach erstmal wieder außen Kante Ferse, die Schultern ziehen nach hinten, unten und hier Bauchnabel zieht nach innen, Beckenboden fest. Das ist mal die Ausgangsposition und total spannend, wie schnell du auch, wenn man sich einen Astronauten vorstellt, ist übrigens so, ein Tag im Weltall ist so, als wenn du einen kompletten Tag im Bett liegen würdest. Also kein Aufstehen aufs Klo oder so, sondern wirklich nur liegen. Und dann siehst du, wie schnell die Muskelmasse jetzt zum Beispiel nach 30, 40 Tagen im Weltall, was die machen müssen, damit die halbwegs fit wieder auf der Erde ankommen. Genau. Okay, wir starten mal hier. Schulterkreisen. Und auch jetzt, ich merke es noch, wenn die Kurse jetzt wieder losgehen, das war eben das letzte Mal auch, wo die viele gesagt haben, wie intensiv dieses Training auch nur einmal in der Woche ist, wenn sie dafür dann eben nur, in Anführungszeichen, nur walken gehen, dass das schon einmal einfach eine andere Muskelpartien im Körper anspricht. Und einarm pendelt. Und der Arm, der pendelt jetzt gleich zur Seite hoch. Ja. Wenn du magst, drehen die Daumen mit, also immer in die Richtung, wo es hingeht. Zieht der Daumen hin. Und noch 8, 7, 4, 3, Achtung, der Arm geht nach hinten. 10, 10, 10, 10. Hier, soweit es geht, rüberziehen. Jawohl. Die letzten 8. Darf die Schulterpartie gleich mal richtig schön warm werden. 2. Und wieder beide Arme vor, rückpendeln. Genau. Auf die andere Seite wechseln. Ja, wunderbar. Und nochmal zur Seite pendeln. Genau. Jawohl. Darf die Kirchenglocke sich ein bisschen mehr kommen? Die letzten 8, 7, 6, 5,
und nach hinten hier wieder. Zieh, 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 zieh. Acht, sieben, sechs, fünf. Okay, Arme pendeln zurück. Und die Handflächen schauen jetzt nach hinten. Zur Seite nach hinten ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Jawohl. Wir nehmen mal die Füße mit. Ferse zieht im Wechsel hoch. Zieh, zieh, zieh. Die Arme wieder locker vor, rückpendeln. Und die Knie schauen nach außen. Die Arme pendeln mit nach außen. Immer die gleiche Bewegung mit. Hier die Hüfte in Bewegung bringen. Arme pendeln wieder vor, rück. Und die Knie gehen auch wieder mit. Knie zur Seite und Arme zur Seite. Und wieder vorrück. Ist ganz interessant, gell, was der Wind hier für Geräusche mitmacht. Hier Arme zur Seite, Knie zur Seite. Und nach vorne. Jawohl. So, die Arme, die marschieren. Jetzt machen wir hier mal einmal Walken. Und wir gehen über ins, du gehst über ins Joggen. Die Arme ziehen hoch, runter. Zieh, zieh, zieh. Stützmuskulatur aktiviert. Bauchnabel nach innen. Genau. Ziehen, ziehen, ziehen. Und walken. Jawohl. Die letzten vier, drei, zwei, nochmal joggen. Hier nochmal. Wir machen das, damit du dich schön streckst, gerade bleibst. Und du siehst beim Joggen die Knie, die ziehen vorne hoch. Das heißt, die Bauchmuskulatur ist hier aktiv. Und durch das Hochziehen der Knie, hier stärkst du deine Bauchmuskulatur, machen wir jetzt gleich noch mit. Die Arme und letzten vier, drei, zwei, walken. Hier nochmal. Durchschnaufen und Schultern. Beim Walken ist so, dass hier du 90 Grad Winkel hast, der bleibt. Vor, rück, ziehen, ziehen, ziehen. Die letzten vier, drei, zwei. Okay, wir gehen nochmal hier locker joggen. Machen wir hier nochmal was für einen Kreislauf. Das heißt, wir geben Gas. Du darfst hier nochmal die letzten acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und locker. Jawohl. Schulter kreisen. Und einatmen und ausatmen zur Seite runter. Ein und aus. Nochmal ein und aus. Ein. Aus, okay. Du marschierst mal zur Seite. Gewicht auf die Außenkante, Ferse verlagern. Arm pendelt vorweg. Armpendel zur Seite. Nochmal vor. Drei, zwei zur Seite. Vier, drei, zwei wechseln. Und nochmal vier. Drei, zwei und wechseln. Vier, drei. Wir machen es auf Doppel jetzt. Wechseln. Doppel, Doppel.
Doppel. Hier nochmal, denk an der Bauchmuskulatur. Wir machen jeweils. Hier geht es weiter, auch wenn es schon brennt. Auch im Oberschenkel. Kurz Arme locker und hier zieh nochmal ran, weg, ran, weg. Und jetzt machen wir nochmal den Arm mit. Vor, Seite, vor, Seite. Jeweils im Wechsel. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und zur anderen Seite auslockern, twisten, Hüfte in Bewegung bringen und nochmal Pendel vorrück. Auch hier nochmal, wir wechseln gleich noch zur Seite ziehen und wieder vor. 4, 3, 2, wechseln. 4, 3, 2 und wechseln. 4, 3, 2 und wechseln. 4, jetzt dann auf Doppel. Doppel. Und Seite. Vorne, Bauchnabel zieht nach innen, Beckenboden fest. Und jetzt jeweils. Vor und Seite im Wechsel. Okay, hier nochmal. Zieh ran und weg. Zieh ran und weg. Wunderbar. Arm dazu. Vor, Seite. Vor, Seite. Vor, Seite. Vor, Seite. Vor, Seite. Vor, Seite. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker in der Mitte. Locker jetzt. Knie mal nach innen ziehen lassen. Locker, locker. Twisten. Und wieder locker. Twisten runter. Und wieder locker. Okay. Füße ganz locker, entweder parallel schwingen oder Ferse im Wechsel. Arme pendeln vor und rück. Arme zur Seite. Öffnen, schließen. Genau, wir machen mal langsam. Halten, vor. Halten, vor. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Die letzten 2 und dann im Tempo. Verzählt. Genau. Locker, locker. Wunderbar. Die Unterarme, die klappen jetzt mal rein, rein, raus. Ellenbogen schauen, schön auf Schulterhöhe lassen. Und öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Öffnen, nochmal im Tempo. Öffnen, schließen. Jawohl. Auch wenn du die Arme merkst, kein Muskelkater, zumindest nicht den, so wie du ihn sonst kennst. Schau, dass die Schultern weg von den Ohren bleiben. Weiteratmen. Nochmal Unterarme reinklappen. Klappen rein, raus. Die letzten. 4. Gleich haben wir es geschafft. Achtung. Du streckst die Arme nochmal aus und nochmal. Öffnen, schließen. Die letzten 7. 6, 5, 4, 3, 2 und locker die Schultern hochziehen, mal im Wechsel. Genau. Schulterkreis. Die Runde machen wir jetzt nochmal. Zweite Runde. Pendel vor, rück.
Und hier nochmal, geht's nochmal hoch. Seite. Die letzten 4, 3, 2 im Tempo. Ab jetzt öffnen, schließen. Achtung, letzten 4, 3, 2, halte mal außen. Okay, kreisen. Marschier mal bitte hier rüber auf eine Seite und auf die andere Seite. Von links nach rechts. Weiter kreisen mit den Armen. Wir machen in der Mitte Richtungswechsel. Kreisen in die andere Richtung, gehen nach vorne, hinten. Auf dem Trampolin. Die letzten 4, 3, 2 und lösen. Okay. Wir gehen nochmal hier in die Schulterbeweglichkeit. Das heißt, 90 Grad Arme und nochmal ziehen, ziehen. Die Ellenbogen, die bleiben ganz eng hinten am Körper dran, so wollte ich sagen. Und zieh, zieh, zieh. Schön in die Schulterbeweglichkeit. Genau. Erstmal, wenn du hier schwingst, parallel schwingen. Außenkante, Ferse, Bauchnabel zieht nach innen, Schultern zieh nach hinten, unten. Hier bleibt alles stabil, Becken schiebst du nach vorne, hinten die Arme verschränken. Und dann ziehst du hoch und Arme hochziehen. Nur so weit, wie es für dich machbar ist. Es kann auch sein, dass es für dich angenehmer ist, nur so nach hinten zu ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen und ansonsten hier. Genau. Hier leicht in der Spannung halten. Kopf senkst du Richtung Matte und atmen. Du spürst die Dehnung im Nacken. Du merkst die Spannung und du wirst einfach so sanft schwingen, wie es für dich passt. Kopf. So weit runter dehnen, wie es für dich passt. Hinatmen zur Dehnung. Bei jedem Ausatmen ist es machbar, dass du vielleicht sagst, ich kann den Kopf nur weiter senken. Mehr Entspannung, mehr Flexibilität. Und locker. Genau. Wir haben hier nochmal einmal für die Öffnung zum Schluss. Öffnen, schließen. Hier nochmal spüren, dass sich das hier weitermacht. Und noch links, rechts, links. Wunderbar. Ich lade dich noch ein, gerne noch weiter zu schwingen. Ich hoffe, du hast einen schwungvollen Start mit mir ins Wochenende gehabt. Und wenn du Fragen hast, dann einfach bei mir melden. Bis dann, pfiat die deine Marianne.